Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion. Ja, wieder aus Oblivion. Wir haben es wieder gewagt, sind wieder in ein Tor hinabgestiegen. Oh, und ich hoffe, es wird euch dabei nicht zu langweilig. Die Karten wiederholen sich ja sogar schon. Das ist dieselbe, die wir auch schon irgendwann mal bezwungen haben. Keine Ahnung mehr allerdings, wie das damals genau war, wo man da genau durch musste. Wir versuchen es einfach nochmal und werden auch diese Ebene schließen, versiegeln, damit die Dedra von hier nicht mehr ins andere Reich rübergehen können. Aber hier können wir scheinbar nicht viel dazu beitragen. Hier ist kein Tormechanismus oder sowas, womit wir ein Tor zum Hauptturm öffnen können. Nur den Käfig können wir damit öffnen. Und wie wir wissen, ist es auch, glaube ich, ein Toter. Müsste sogar von der mythischen Morgenröte sein. Also durchaus nicht großartig Mitleid haben damit. Das sind alles ziemlich hoffnungslose Kerle. So, der ist jetzt hier runtergeplumpst auf den Aufzug. Es gibt auch keinen anderen Gang, wo man weitergehen könnte. Es ist wirklich nur dieser Kerl, der da oben gefangen war. Keine Ahnung, was der verbrochen hat. Es war wohl etwas ziemlich Unschönes, wenn er hier in einem Käfig zu Tode eingesperrt wird, oder wie man auch immer sagen soll. Hat jetzt kein schönes Ende gefunden, der arme Kerl. Na gut, aber wir gehen wieder raus auf die Ebene selber. Ja, der Turm also wirklich nur da gewesen, um Loot zu verstauen, den wir uns dann erhascht haben. Sehr schön, sehr schön. Gut für mich natürlich, gut für mich, aber leider nicht, sonst nicht großartig. Um weiterzukommen. Da hinten ist noch ein Turm. Vielleicht bringt der uns mehr beim Vorankommen, was der Hauptturm hier angeht. Oh, ein Deodrett. Die sind ja inzwischen auch nicht mehr so die schwierigste Gegnerart. Sind relativ einfach zu bezwingen. Aber ich muss ja sagen, allgemein Oblivion-Tor nicht mehr so die größte Gefahr. Sage ich aber auch in jedem Oblivion-Tor inzwischen. Muss ich also auch nicht mehr großartig erwähnen. So, und hier war doch auch ein Tunnel, genau. Und ich glaube, dieser Tunnel führt uns nämlich auch zum Hauptturm, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, genau, war das nicht da, wo es diese Serpentinen hochging? Richtig, richtig, das müsste es gewesen sein. So hat das, glaube ich, funktioniert. In Ordnung, damit ist das Geheimnis gelöst. Damit wissen wir so ungefähr, wie das hier lang geht. Ah ja, genau, und hier zu dem Turm kam man nur, wenn man hier über einen kleinen, schmalen Durchgang durch die Lava geht. Verbrennt man sich zwar nicht, aber es könnte ganz schön heiß werden. Autsch, meine Füße. Nein, Quatsch. Haben wir natürlich keine Verletzungen von getragen. Zum Glück. Aber auch diesen Turm möchte ich natürlich gerne noch ein wenig erkunden. Denn darin befindet sich vielleicht auch schöner Loot. Ja gut, wobei in dem letzten Turm war es jetzt nicht wirklich viel, was wir da mitnehmen konnten. Aber hey, besser ein bisschen was als überhaupt nichts. Mal gucken, was sich darin befindet. Eine Dedra-Spinne. Und da drüben noch ein Xilei. So schnell wie möglich die Spinne hier besiegt, dann können wir uns mit den üblichen Gegnern abmühen. Ja, ja, er hier wirklich noch der Schwierigste, wenn es darum geht, gegen was zu kämpfen hier in der Ebene. Na los schon, geht rauf. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. In der Tat, dadurch, dass ich jetzt wirklich so, so blöd dran war mit Laufwerk und Aufnehmen und diesen ganzen Pannen, die ich hatte, bin ich mit Aufnehmen auch ziemlich in Verzug geraten und konnte deswegen nicht jeden Tag Folgen veröffentlichen. Ja, man muss jetzt da alles ein wenig aufholen, ist alles ein wenig blöd gekommen, aber hey, so kann das nun mal passieren. Und ich habe ja auch keine festen, was treibt er denn da? Da sind wohl leichte Probleme mit der Physik vorhanden. Er steckt mit dem Kopf im Lift drin und das mag das Spiel offenbar nicht sehr gerne. Ich hoffe, das verursacht jetzt keine Komplikationen und führt zum Absturz. Das wäre ja sehr dämlich. Ja, wie gesagt, ich habe ja keine festen Veröffentlichungszeiten. Trotzdem ist es mir natürlich nicht recht, wenn ich meine üblichen Veröffentlichungszeiten nicht einhalten kann. Ist mir natürlich anders auch lieber, aber so musste ich jetzt halt wirklich eine kleine Pause einlegen, damit ich die Folgen wieder aufnehmen kann und alles auf einen aktuellen Stand bringen kann, was die Aufnahmekapazität angeht. Ich hoffe, euch macht das nichts. Ihr guckt weiterhin zu. Und ansonsten ist es auch nicht schlimm. Bin ich auch nicht böse, wenn ihr da ein wenig die Geduld verliert. So, schön, schön. Aber auch hier, das war wohl wirklich nur für den Loot. Kein Tormechanismus oder etwas in der Art.
einfach wirklich nur pure Beute, pure Gier, die man sich hier stillen kann. Ideal also für mich und meinen Ork. Gut, gehen wir aber gleich wieder raus. Hat sich der Xila hier inzwischen wieder beruhigt? Oder ist er einfach durch irgendeine Lücke hier runtergefallen? Es sieht ganz nach letzterem aus. Ach nö, da drüben ist er. Und hängt nach wie vor am Lift fest. Na, na, fällst du runter? Oh, Achtung, da kommt gleich ein Dorn. Nicht, dass wir da noch aufgespießt werden. Das muss wirklich nicht sein. Jetzt hat er den Kopf eingeklemmt. Der arme Kerl hat es im Tod ja noch schlimmer als im Leben. Na gut, aber wir können uns jetzt hier nicht um jeden Xilai kümmern. Da soll sich eine Xilai-Stiftung bilden oder sowas, die sich dann um die armen Kerle kümmert, wenn sie tot sind. So ein Quatsch. Aber gut, wir gehen mal weiter. Ich will ja doch noch ein wenig ein Auge auf die Ebene werfen. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir ja, glaube ich, weil die Ebene oder die Kreaturen hier noch sehr schwierig waren, nicht so die Lust, die den Forscher drang und sind da nicht bis nach hinten durchgelaufen. Jetzt werde ich das allerdings tun. Ich will mal gucken, was da hinten alles noch so ist, was wir da noch finden können. Erstmal einen weiteren Dremora, der sich hier anschickt, uns zu besiegen. Aber damit wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich sein wird. Wir sehen es hier schon. Der verliert bei jedem Schlag enorm viel Leben. Oh, und ich habe vergessen, mich zu heilen. Ja, das ist ja super. Das ist ja ganz gut. Ist jetzt in dem Fall hier nicht so schlimm, weil die Gegner nicht mehr so stark sind. Aber in anderen Situationen könnte das durchaus sehr verheerend sein. Muss ich unbedingt wieder mich ein bisschen anhalten. Mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Auch da wirklich konsequent zu heilen, konsequent zu reparieren. Nicht, dass es eines Tages noch ein Malheur gibt, nur durch meine Nachlässigkeit. So, gut, geheilt ist. Jetzt noch kurz die Rüstung repariert. Haben wir auch schon ein Weilchen nicht mehr getan. Die hat es sicher nötig. Oh ja, allerdings. Ja gut, es ist aber auch nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen länger warten und dann halt ein bisschen mehr reparieren. Es kommt ja im Endeffekt auf selber hinaus. Gut, dann müsst ihr aber auch länger warten. Ich denke, das sind kürzere Reparaturpausen angenehmer, als wenn ich hier so alle 5 Minuten mal nachgucke und dann halt dementsprechend lang reparieren muss. Das ist dann, denke ich, fast unangenehmer zuzusehen. Aber wer weiß, wenn es euch stört, könnt ihr es ja jederzeit melden, könnt ihr es ja jederzeit kommentieren. Ist das ja kein Problem. So, gut. Wir gucken mal, dass wir weiterkommen. Ich bin ja wirklich gespannt, wo es dahin geht. Das ist ja wirklich noch sehr unbekanntes Gebiet. Hier, wo kommst du denn her? Ich habe einen Xilai übersehen, Tatsache. Na, sowas. Das meine ich mit unaufmerksam. Ist ja schlimm. Entschuldigt, kurzer Huster. Habe ich auch öfters immer noch. Hustenreiz. Das ist wahrscheinlich einfach der trockenen Luft meiner Heizung auch zu verdanken. Ja, im Winter muss ich halt einfach heizen. Da komme ich nicht drum rum. Und da trocknet die Luft aus und dementsprechend meine Lunge. Und da muss dann öfters mal ein Hüsterchen sein. Ich hoffe, das stört euch auch nicht allzu sehr. Ich könnte es eigentlich auch wegmuten, aber dafür extra die Mute-Funktion anzumachen, ich weiß nicht. Dann ist es, glaube ich, wirklich nicht so schlimm, wenn ich ab und dann mal husten muss. Kommt ja auch nicht allzu oft vor. So alle paar Folgen mal vielleicht. Ansonsten kann ich es eigentlich recht gut unterdrücken. Auch wenn ich irgendwie niesen muss oder sonst etwas hochkommt. So unschön das jetzt klingt, aber klar. Auch aufstoßen ist ab und zu mal dabei. Das tue ich auch schon mal öfters. Oh, der hat jetzt eine Spinne beschworen. Okay, in Ordnung. Können die also auch schon das? Wie nichts nutz? Ich werde dir gleich nichts nutz. Aber ich bin schon wieder nicht so wirklich dazu gekommen zu reparieren. Das ist natürlich nicht sehr schön. Ah gut, aber zumindest seine Kreatur hat er jetzt wieder entlassen müssen. Da hat seine Magika nicht mehr gereicht, um noch länger die Kreatur an sich zu binden. Aber der haut hier ganz schön zu. Da habe ich nicht mehr viel Leben übrig. Doch schon fast ein wenig beunruhigend. Ah, der hatte aber auch Rüstung dabei, war also schon etwas stärker. Die Stiefel könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Dann kann ich die dann in Brumar vielleicht einlagern, das wäre eine Möglichkeit. Jetzt bräuchte ich doch mal ein bisschen mehr Zeit, um mich zu heilen. Na gut, andererseits bin ich, glaube ich, auch nicht so aufgeschmissen, wenn ich mit halber Lebenskraft hier rumrenne. Das dürfte immer noch für das meiste reichen. Zumindest solange es einzelne Gegner sind und wenn mehrere kommen, bin ich ja auch nicht darum verlegen, mal einen Lebenstrank einzuwerfen, der mir dann hilft, wieder auf die Höhe zu kommen. So, Blutgras, weiterhin jede Menge Pflanzen, die wir hier natürlich mitnehmen.
Oh, Minen. Jede Menge Minen. Und da hinten eine Detra-Spinne. Dieses Mal dürfte es wieder eine richtige sein. Jawohl. Sie beschwört hier auch schon wieder ihr kleines. Oh, jetzt sind es zwei Stück. Na gut, okay, wie gesagt, Detra-Spinnen, ja nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Von daher sind auch zwei kein großes Problem. Selbst mit halber Lebenskraft. So, die erste ist auch schon besiegt. Gehen wir gleich auf die zweite los. Ja, jetzt geht uns allerdings auch so langsam die Ausdauer wieder aus. Aber ich denke, gegen diesen Gegner ist das nicht so schlimm. Da brauchen wir keine Ausdauer, um ihn zu töten. Ja, komm schon, geh drauf. Nicht mich hauen. Einfach nur sterben. Das wäre am einfachsten. Dankeschön. Sehr gut. Perfekt, perfekt. Nehmen wir noch die Zutaten an uns. Und dann können wir uns wieder weiterheilen. Ja, es ist durchaus nötig. Ich weiß gar nicht. Führt das hier noch irgendwo hin? Zu einem Turm oder so? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist jetzt das erste Mal, dass ich hier war. Ah, hier unten führt noch ein Pfad lang. Aber scheinbar ins Nichts, ins Nirgendwo. Auch da drüben, die kleinen Inseln, scheinen nicht großartig was zu beherbergen. Bringt also nicht groß was, hier lang zu gehen. Ja, und auch hier, abgesehen von ein bisschen Blutgras, nichts großartig Spannendes, was wir finden können. Ich glaube, ich gehe dann wirklich gleich mal, wenn es hier nicht bald was Nettes gibt, zurück. Und gehe wieder durch die Serpentine nach oben zum Hauptturm. Aber hier sehen wir auch schon, hat es sich wieder gelohnt, ein wenig zu erkunden. Wir finden hier, oh, wow, seht ihr das? Magier-Krieger-Beinschienen. Zauberabsorption kriegen wir hier. Was sind es denn für Grundsachen? Sind das eben Holzbeinschienen? Haben 9 Rüstung. Wie viel hat unsere denn? Muss ich jetzt echt mal gucken. 13, okay. Ist vom Rüstwert natürlich nicht gut. Und auch unsere Hose hat ja per Zufall Dings drauf. Zaubererabsorption, allerdings nur 15 Punkte und nicht 19. Aber da ist mir der Rüstungswert lieber. Trotzdem nehmen wir die gleich mal mit. Die ist nämlich sehr viel wert. Da werden wir bei jedem Händler den Hauptpreis abstauben können. Und auch sonst ein großer Seelenstein und ordentlich Gold ist auch noch dabei. Hat sich also mal wieder schön gelohnt. Wunderbar, wunderbar. Und wir können auch den Brunnen hier gleich benutzen. Da wird unsere Magie gleich aufgeladen und wir können uns schön hochheilen. Gut, wobei ist jetzt auch wieder nicht mehr nötig. War ja sowas von klar. Wir haben nämlich schon wieder volles Leben. Aber hey, auch so ist die Magika dann wieder voll. Das kann auch nicht schaden. Jetzt muss ich mal gucken. Brauchen wir eine Reparatur? Ich glaube ja nicht. Wir haben nicht so viel gekämpft. Ja, wobei, die Rüstung ist schon wieder recht beschädigt. Es ist besser so. Ah, sieh an, wir haben Waffenschmiedekunst verbessert und können jetzt bereits wieder auf Level 37 aufsteigen. Ja, sehr schön. Super. Ist ja richtig toll. Ja, doch, doch. Unsere Rüstung braucht eindeutig Reparatur. Ja, und die Hämmer gehen auch schon wieder drauf wie nix. Jetzt habe ich auch noch einen anderen Gegenstand erwischt, aber ich denke, es müsste echt reichen. Es müsste reichen, um hier noch auf 100 zu kommen mit den Hämmern, die wir haben. Und dann dürfte das Ganze ja auch kein Problem mehr sein. So. Komm her, du Blutgras. Ich weiß, dass ich dich kriege. Es gibt keinen Kommen. Und hier scheint jetzt wirklich nichts mehr zu sein. Ich sehe auf alle Fälle überhaupt nichts, wo uns das hier hinführen könnte. Na gut, na gut. Ein Schnellspeichern wäre vielleicht auch mal wieder eine Idee. Obwohl ich nicht glaube, dass uns hier irgendwas tötet oder töten kann, kann es natürlich sein, dass wir abstürzen. Das ist momentan, ja, nicht wirklich schwierig, dass das passieren kann. Aber ich will natürlich keine Schwarzmalerei betreiben hier. Das bringt nur Unglück. Ja, und Tatsache, hier scheint es nur ein Minenfeld zu geben. Von lautern Blindgängern. Auf alle Fälle treffen sie uns nicht wirklich. Na gut. Umso besser. Scheint mir auch irgendwie, als würden wir hier im Kreis laufen. Hm, komm schon. Da hat uns wieder was entdeckt. Ah, wieder ein Xilai. Okay. Ich bin irgendwie ein bisschen blind zurzeit. Ich sehe die erst sehr spät. Höre sie eher, als dass ich sie sehe. Das ist eigentlich sonst doch auch nicht so. Normalerweise sehe ich die Gegner recht gut. Hey, was soll das denn? Wirft er mich einfach um? Ich glaub's ja wohl nicht. Könnte ich, glaube ich, sogar auch, wenn ich die ganzen Kombinationen hier verwenden würde. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht die Fingerfertigkeit dazu und auch nicht so das Talent, das richtig zu timen. Und das normale Draufprügeln reicht ja für den Normalfall eigentlich immer.
Von daher bemühe ich mich da auch gar nicht groß, das zu versuchen. Ich glaube, es gäbe die Möglichkeit, jetzt auch von dieser Richtung zum Turm zu kommen. Oder? Nö, ist, glaube ich, etwas zu steil. Ich will sie auch gar nicht versuchen. Ich möchte nämlich gerne die Serpentinenpfade hochgehen, weil wir in den Höhlen da eventuell auch noch einige schöne Sachen finden könnten. Und wie ihr gesehen habt, wie gesagt, erkunden lohnt sich. Die Beinschienen, die wir jetzt da gefunden haben, in einem früheren Stadium des Let's Plays, hätten die uns sehr gut nützen können. Jetzt bringen sie uns vor allem Geld. Und zwar ordentlich Geld. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, ja, es scheint hier wirklich so, als wäre nichts großartig zu finden hier. Enttäuscht mich jetzt ein wenig. Nur noch ein Xilei-Streif da hinten entlang. Oh, und ein Remora. Die müssen wir jetzt auch nicht unbedingt gleich beide auf einmal ziehen. Daneben. Hahaha. gut, wir locken ihn mal noch weiter hier heran. Sehr schön. Hat das geklappt. Und können ihn gleich mal bezwingen. Ey, nicht zurückstoßen. Sowas mag ich nicht. Aber wer mag das schon? Ey, nicht doch. Lass mich doch einfach in Ruhe hier auf dich eindreschen. Na gut, okay, es wird schon seinen Grund haben, warum er das nicht will. Klar, er möchte natürlich auch ungern sterben. Kann man ja durchaus verstehen. Aber es bleibt dir keine andere Wahl. Ich war stärker. Kommt in der heutigen Zeit auch gar nicht mal so selten vor. Ah, der Dremora will auch gleich auf uns einstürmen. Hat offenbar auch eine verzauberte Waffe dabei. Mit einem Seelenfallenzauber darauf. Ah, die sind wirklich kein bisschen schwer mehr. Diese Dremora. Die kann man relativ schnell bezwingen. Schon fast erschreckend schnell. Hast du was an Wert? Nee, ist verdammt schwer und überhaupt nicht viel wert. Von daher wirklich keine Option, das mitzunehmen. Ja, und hier ist scheinbar Endstation. Weiter geht es nicht. Es ist noch ein Brunnen am Ende. Aber hier sehen wir schon, wir sind tatsächlich im Kreis gelaufen. Da ging es wieder zum Oblivion-Tor. Könnte man vielleicht sogar rüberhüpfen. Aber ich will es jetzt mal nicht riskieren. Ich gehe jetzt zurück zum Tunnel und werde da dann reingehen. Dann wissen wir ja, wo es durchgeht. Die Serpentinen hoch. Und dann am Schluss zum Haupteingang des Turmes. Des Hauptturmes. Und da dann rein, hoch bis zum Siegel. Und dann ist das Oblivion-Tor auch Geschichte. So, jetzt kann ich hier die Waffe auch wegstecken. Komme ich etwas besser voran? Ja gut, dann werde ich in der Session zumindest noch in den Turm gelangen, denke ich mal. Oder zumindest in die erste Höhle. Und dann hoch zum Turm in die Richtung gehen. Und dann werden wir in der nächsten Session doch, denke ich, mit dem Oblivion-Tor fertig werden. Können wir dann wieder weiter Richtung Brumar gehen und da einige Quests erledigen. Vor allem auch die Hauptquest, die möchte ich jetzt wirklich mal weitermachen. Da wissen die meisten schon wahrscheinlich schon gar nicht mehr, worum es da geht. Unter anderem ich selber auch. Nee, ich glaube, wir hatten irgendein Buch von der mythischen Morgenröte erhalten, wie wir dann diesen Kerl da verfolgen können, der mit dem Amulett abgehauen ist. Ja, irgendwie so rum war das, glaube ich. Aber eben, ich bin mir selber nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher, was da jetzt schon alles passiert ist und was nicht. Man müsste fliegen können. Da ist nämlich auf weit oben immer noch so einiges, was man erreichen könnte. Aber gut, auch so sind wir mit der bisherigen Ausbeute, können wir eigentlich ganz zufrieden sein. War gar nicht so schlecht bisher. Vor allem die Beinschienen, die wertvollen, waren natürlich jetzt echt ein Jackpot. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt frage ich mich allerdings, bin ich schon am Tor vorbeigelaufen? Ich glaube nicht. Nee, nee, dürfte ich nicht, denn die Türme sind ja noch nicht beide an uns vorbei. Oder? Nee, stimmt nicht. Das war zwischen dem ersten und dem zweiten Turm. Das müsste also noch vor uns liegen. Dieser Eingang zu der Höhle. Na, da vorne, glaube ich. Oder doch, hier, genau. Sehr schön. Tunnel zur Unterwelt. Ja, da wollen wir also hin. Wollen ist jetzt ein bisschen viel gesagt vielleicht. Aber wir kommen, denke ich, nicht drum rum. Da ist irgendwann ein Gegner. Oh, und sehr schön, ein Reparaturhammer. Können wir sehr gut gebrauchen, eventuell. Na, wo ist denn der Gegner? Looten wir eben noch weiter, bis er hier ist. Auch hier hat wohl wieder ein armer Teufel sein Ende gefunden. Ah, eine Spinnendedra scheint es zu sein. Hat dir bereits ihr Kleines vorgeschickt, um zu gucken, wer sich hier entgegenstellt. Ja, es wird dein Ende sein, genau. So sieht's mal aus. Stürzen wir uns drauf auf dieses achtbeinige Ding? Nein, nicht heilen. Du zögerst das Unausweichliche nur heraus.
Das bringt doch nichts, hier sich noch ewig zu wehren. So, wir sind allerdings immer noch nicht aus dem Kampf heraus. Es hat hier offenbar noch weitere Kreaturen, die auf uns lauern. Ich denke mal, es sind welche, die da unten in diesem Loch drin sind. Da werden wir nicht drum herum kommen, da reinzuspringen, denn es geht hier scheinbar auch nirgendwo anders weiter. Aber schön, soll mir recht sein. Habe ich auch nichts gegen. Solange wir da nicht zu Tode stürzen, ist es kein Problem. Oh, eine weitere Spindedra. Ja, ist ja ganz nett, dass man hier uns solche leichten Gegner in den Weg stellt. Sehr schön. Ich glaube, ich bin immer noch nicht aus dem Kampf raus. Ja, was denn jetzt noch? Da unten dürfte ja wohl nichts mehr sein. Da ist nämlich nur Lava. Aber irgendwo hat uns noch was entdeckt. Wir sind es wohl dann gleich mal ins Gesicht springen oder sowas in der Art. Ich muss mich hier mal ein bisschen orientieren. Karte, hilf mir! Oh, das sieht ja auch ganz verwinkelt aus hier. Na gut, wir gehen einfach mal weiter. Irgendwann wird sich der Gegner schon finden. Denke ich mal. Ah, ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Jawohl, ein Sturmatronar scheint es zu sein. Der uns hier zwar gehört, aber wohl noch nicht gefunden hatte. Aber gut, aber gut. Den können wir natürlich auch ziemlich locker bezwingen. Die waren auch schon mal viel schwerer. Ich darf noch erinnern, ich glaube, im ersten Oblivion-Tor hatten wir ja einen Sturmatronarch als Endgegner sozusagen. Ja, der war dann durchaus ziemlich ernst zu nehmen. Ziemlich schwierig. Da musste ich, glaube ich, so ziemlich einiges in. Oh, da ist noch ein Sturmatronarch. Da musste ich so einiges in die Waagschale legen. Tränke trinken, andere Gifte verwenden und dergleichen. Ja, da war das noch schwer. Jetzt können wir zwei auf einmal locker besiegen. Na gut, auf einmal ist auch ein bisschen viel gesagt. Zwei hintereinander, sagen wir es so. Gut. Ja, dann war es das aber, glaube ich, auch mit der Höhle hier schon. Da war ja schon der Übergang zu einer nächsten oder zur Ebene wieder. Werden wir dann gleich sehen. Aber liebe Leute, nicht mehr in der Folge, nicht mehr in der Session, denn ich habe es jetzt geschafft. Ich hoffe, ich habe es wirklich geschafft. Habe es jetzt endlich geschafft, diese nächsten zwei Folgen aufzunehmen und damit die Session zu beenden. Oh, war das jetzt was? Wie gesagt, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber ich hoffe, ich kann die Folgen jetzt online stellen. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Session. Bis dann!